Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Hey, yo, Leute, willkommen zu meinem neuen Video. Und heute gibt es mal einen Test von den neuen Haribos. Allerdings hat Haribo im Januar sehr, sehr viele Sorten rausgebracht. Deswegen ist das auch nicht das einzige Video, aber ich teste heute zwei der neuen Veggie-Sorten. Und zwar hat einmal Haribo Buddy Crew rausgebracht und Hey Kakao. Ich muss dazu sagen, ich habe schon einige Testvideos gesehen. Buddy Crew kam eigentlich immer durchaus nur schlecht an. Beispielsweise der Junkfood Guru hat 6 Punkte gegeben. Das sind bei mir meistens 3 Punkte. Ich meine, der ist immer sehr, sehr großzügig. Also ja, wenn wir schauen. Zu Hey Kakao habe ich verschiedene Meinungen gehört. Manche haben gesagt, ja, das ist ganz lecker. Andere haben gesagt, naja, brauche ich jetzt nicht. Wir versuchen natürlich so objektiv wie möglich dran zu gehen. Ich würde sagen, ich starte einfach mal mit den Haribo Buddy Crew. Hier ganz nett ist, die haben verschiedene Namen. Einmal Lina Lauscher, Lucky Larry und Buddy Crew. Lucky Larry finde ich persönlich ein sehr netter Name, ja. Also die haben verschiedene Geschmackssorten. Hier Buddy Cool ist vom Bild her, würde ich sagen, Himbeere, Vanille. Lucky Larry ist Kirsche. Und Lina Lauscher ist Maracuja-Mango-Geschmack. Testen wir es einfach mal. So, ich habe von jeder Sorte einen rausgeholt. Ich hoffe zumindest, dass die drei verschiedenen Sorten sind. Sollten das eigentlich sein. Ist halt jedes Mal so Schaumzucker mit ein bisschen Fruchtgummi. Habe ich hier Lina Lauscher. Probiere als erstes. Boah, ich muss sagen, von der Konsistenz her sind die ganz komisch. Kurz zu dem Lina Lauscher, also Maracuja-Mango-Geschmack. Kommt am Anfang schon relativ stark raus. Aber dann kommt dieses, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Eine ganz komische Konsistenz. Gefällt mir gar nicht. Aber wir machen erstmal weiter. Jetzt kommen wir zu Buddy Cool. Ist das hier? Ich muss sagen, Buddy Cool schmeckt fast nur nach Vanille. Also dass da irgendwie Himbeere drin ist, schmecke ich nicht. Die Konsistenz ist die gleiche komische Konsistenz wie davor. Jetzt probieren wir nochmal Kirsche, also Lucky Larry. Probieren wir als letztes. Mal gucken. Ganz ehrlich, ich verstehe die schlechten Kritiken. Diese Konsistenz ist so ganz, ganz komisch. So pappig irgendwie und auch nicht wirklich lecker. Und ja, dass da ein bisschen Fruchtgummi drauf ist, ist eigentlich auch, ja, nebensächlich, sage ich mal. Man schmeckt es kaum. Also, nee. Gefällt mir auch gar nicht. Ich will jetzt zwar nicht 3 Sterne geben, aber 4 gebe ich. Mehr gebe ich dafür nicht. Die sind echt nicht gut. Also die Haribo Buddy Crew, ich weiß echt nicht, was das Problem ist. Und ich muss sagen, ich mag von Haribo die Veggie-Sorten eigentlich alle sehr, sehr gerne. Aber das hier, das ist ein Reinfall. Also Haribo Buddy Crew kann ich echt nicht empfehlen. Also wenn ihr Haribos mögt, ja, dann mögt ihr die wahrscheinlich auch nicht. Jetzt bin ich ganz gespannt, nämlich zu Haribo Hey Kakao. Ja, Haribo Hey Kakao ist, wie der Name schon sagt, ein Kakao. Gummibärchen. Was steht hier drauf? Schade Schokolade. Von wegen, bei uns heißt Hey Kakao jetzt neu und mit echtem Kakaopulver. Das ist schon krass, dass hier wirklich sogar echtes Kakaopulver drin ist. Also sind so kleine Fläschchen mit Kakao. Wie gesagt, ich mache mal auf und dann testen wir die. Von der Form her ähnlich wie die Cola-Fläschchen. Unten ist hier eben dunkel, oben hell. Ich denke mal, dass das auch so ein bisschen nach Vanille schmecken wird. Oder halt wirklich nach Milch. Müssen wir mal gucken. Also, ich probiere mal so ein Kakaofläschchen. Also hier muss ich sagen, ist auf jeden Fall Kakaogeschmack. Das haben wir super hingekriegt. Aber was mich stört, ist auch hier die Konsistenz. Ich weiß nicht, was sie da gemacht haben bei diesen beiden Sorten. Die sind von der Konsistenz her wirklich so pappig einfach. Überhaupt nicht geil. Also ich weiß nicht, warum ja die beiden Sorten so schmecken. Ja, im Normalfall wäre es Schaumzucker. Ist jetzt kein echter Schaumzucker, was eben Veggie ist. Aber ja, wenn man Schaumzucker mit Veggie nicht hinkriegt, dann sollte man es auch einfach lassen, meiner Meinung nach. Weil die Konsistenz ist nicht geil. Die schmecken nach Kakao. Kann man gar nichts sagen, aber die Konsistenz ist einfach nicht geil. Also ich gebe jetzt hier mal 5 Sterne. Es gibt einen mehr als bei den anderen. Aber nur weil sie halt wirklich super nach Kakao schmecken, aber die Konsistenz, also ich werde mit denen nicht warm. Also ich will mir die beide nicht nochmal kaufen, sage ich ganz ehrlich. Hauptsächlich aufgrund der Konsistenz. Also einmal 4 für die davor, 5 für die da. Ganz ehrlich, Haribo, die beiden Sorten sind, glaube ich, bei den wenigsten Favoritensorten.
So, das war's mit dem Video. Ich habe jetzt mal die beiden Veggie-Sorten getestet. Ich glaube, das waren auch die einzigen Veggie-Sorten, die jetzt im Januar neu rauskamen. Wie gesagt, es gab noch ein paar mehr Haribo-Sorten. Eine werden wir auf jeden Fall auch noch hier testen. Ich hoffe, ich kriege die noch, weil zurzeit habe ich sie einfach noch nicht bekommen. Mit viel Glück seht ihr die dann nächsten Sonntag. Und dann hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Wenn dem Ganzen was, dem Video gerne einen Daumen nach oben da. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Video. Wir sehen uns in den 90ern. Bye, bye.